willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich meine Neuzugänge aus dem Februar für euch. Und ja, ich muss sagen, irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch, vor der Kamera zu sitzen, weil ich seit Januar, glaube ich, kein Video mehr gedreht habe, sondern euch immer nur welche geschnitten habe. Aber ja, ich zeige euch heute meine Neuzugänge aus dem Februar. Das sind relativ wenige für meine Verhältnisse. Wir machen jetzt mit den Neuzugängen weiter. Und zwar sind das 20 Stück an der Zahl. Wobei ich sagen muss, dass da einige E-Books bei sind. Deswegen sieht das für 20 Bücher relativ wenig aus, weil die E-Books ja halt dünner und kleiner sind. Aber ja, ich habe immer wieder ein paar E-Books mir gekauft. Aber fangen wir von vorne an. Ich habe immer wieder mein Bookjournal nicht geführt. Schande über mich. Deswegen kann ich euch gar nicht mehr genau sagen, wo die Bücher her sind. Aber ich versuche mich dran zu erinnern. Und zwar ist das erste Buch Die Chroniken der Seelenwächter, Band 5. Also das ist jetzt E-Book... weiß ich gar nicht, steht gar nicht hier drauf. Auf jeden Fall sind das ja immer E-Book... Sammlungen, weil die eigentlich als kleine E-Books erschienen sind. Und, ui, ich sehe gerade, das ist innen drin ein bisschen zerstört. Das heißt zerstört, aber ein bisschen angegrommelt. Aber ja, das habe ich, wenn ich mich recht entsinne, aus der Buchüberraschungsgruppe von Facebook. Und da habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Die gibt es nämlich sehr, sehr, sehr selten nur als Hardcover, beziehungsweise gibt es die kaum gebraucht und ich kaufe ja fast nur gebraucht. Deswegen dauert es immer sehr lange, bis ich da mal ein Band habe. Und mir fehlt jetzt noch aus Staffel 1 der dritte und vierte Band. Also ja, der dritte und vierte Band fehlen mir noch. Und dann hätte ich die erste Staffel komplett und ich glaube, dann geht es mit der zweiten und dritten weiter. So ganz blicke ich immer noch nicht durch. Dann habe ich eine Seite entdeckt, die kennen bestimmt schon einige von euch, die habe ich auf Instagram entdeckt und zwar, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Mojo Reads oder Mojo Reads. Ja, ist so ähnlich wie Goodreads, nur in Deutsch und da kann man eben seine Rezensionen hochladen und ein Mojo geben, also eine Art Kurzmeinung und bekommt dann dafür eben Credits und für diese Credits kann man dann Bücher kaufen, was ich ultra genial finde. Und ja, ich habe das natürlich auch gemacht und habe mir für meine gesammelten Credits sogar zwei Bücher kaufen können. Und das sind nämlich diese beiden hier. Zum einen ist das Das Schwert der Vorsehung von Andrei Sapkowski. Und einmal ist das Zeit des Sturms, auch von ihm. Das ist einmal die Vorgeschichtenband Band 2 und das ist Vorgeschichtenband Band 3. Ich habe euch in irgendeinem Video mal die Reihenfolge gesagt, in der man diese Bücher lesen sollte. Und Schande über mich, ich habe mich da vertan. Denn, ja, ich sage euch jetzt die richtige Reihenfolge. Dazu klappe ich jetzt dieses Ding hier auf. Ich mache mal gerade die... Bildschirm auf. Und zwar sollte man als erstes dieses Buch lesen, Der letzte Wunsch, also den ersten Band der Vorgeschichten. Dann sollte man dieses Buch lesen, was ich jetzt hier in der Hand habe, also Zeit, Das Schwert der Vorsehung. Das ist Kurzgeschichten Band 3, ist ein bisschen merkwürdig. Dann sollte man diese kompletten Reihen lesen, also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann als letztes sollte man Zeit des Sturms lesen, also den zweiten Vorgeschichtenband, weil dieser zweite Vorgeschichtenband spoilert auf die anderen Bücher. Deswegen sollte man den als letztes lesen. So, das ist jetzt die richtige Reihenfolge. Letztes Mal habe ich mich nämlich vertan. Ja, und diese beiden Bücher habe ich eben von Mojo Reads und ich bin äußerst begeistert von dieser Seite. Dann kommen wir zu einem Buch. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das an dieser Stelle bei mir eingezogen ist. Ich meine schon. Das habe ich tatsächlicherweise schon gelesen im Februar. Und zwar ist das von Katharina V. Haderer, Der Garten der schwarzen Lilien. Das ist Band 2.
Wie gesagt, den habe ich schon gelesen. Das werdet ihr dann in meinem Lesemonat sehen, der dieses Mal im Übrigen 3 Monate umfassen wird, weil ich aktuell sehr wenig lese. Ja, aber so viel sei gesagt. Ich fand den gut, aber ich fand ihn nicht so toll wie Band 1. Aber auf jeden Fall fand ich die Reihe trotzdem bis jetzt sehr, sehr gut. Ja, aber diesen Band fand ich nicht so gut wie Band 1. Band 1 war irgendwie überraschender, actionreicher. Er hat mir einfach besser gefallen. Dann kommen wir jetzt zu meinen beiden Rezensionsexemplaren aus diesem Monat. Und da freue ich mich sehr drüber. Und zwar beide aus dem Thienemann Verlag. Zum einen von Patrick Hertweg, Tara und Tani, verloren im Tal des Goldes, mit einem wunderschönen lilanen Buchschnitt. Ich liebe es ja, wenn die Buchschnitte farbig sind. Und ja, man kann es schon erkennen, es ist eigentlich eher ein Kinderbuch, aber es hörte sich ultra cool an. Ich habe richtig Lust, es zu lesen. Eigentlich sollte das auch relativ schnell gehen. Es hat knapp 300 Seiten und ist, ja, eben ein Kinderbuch mit recht großer Schrift. Ich hoffe, ich werde da bald dazu kommen. Und dann mein zweites Rezensionsexemplar, über das ich mich auch ultra freue. Tada! Von Tobias Goldfarb, Niemandsstadt. Ebenfalls aus dem Thienemann Verlag. Und ja, das ist ein recht schlichtes Cover. Aber ich muss sagen, ich liebe einfach die beiden kleinen Drachen, die da drauf sind. Das ist so ein süßes Detail. Und ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Die beiden Bücher habe ich im Übrigen auf der Frankfurter Buchmesse bei einem Verlag vorgestellt bekommen und wusste gleich, die muss ich haben, die muss ich lesen. So. Dann kommen wir jetzt endlich mal zu dem Buch, was ja, ich eigentlich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Beziehungsweise ist dieses Buch im Januar erschienen und ich sage euch immer, ja, ich zeige euch das Buch im nächsten Monat, weil im Januar habe ich es nicht geschafft und jetzt habe ich es aber Gott sei Dank im Februar geschafft, dieses Buch endlich abzuholen bei meiner Mami. Und zwar ist es Falling Sky von Lina Frisch. Oh mein Gott, ist dieses Cover schön. Seht ihr, wie es glitzert? Ich freue mich so unglaublich darauf, dieses Buch zu lesen. Sage ich schon wieder gefühlt zu jedem Buch, aber so ist es auch. Ja, bis jetzt habe ich noch gar nicht so viel über dieses Buch gehört. Aber wenn ich was gehört habe, dann habe ich auf jeden Fall immer nur Gutes gehört. Ich bin sehr gespannt. Im Übrigen fände ich es eigentlich mal ganz cool, wenn auf den Büchern, das ist nämlich eigentlich bei keinen Büchern, hier hinten vielleicht mal so eine kleine 1 oder so stehen würde. Ich bin mir immer so unsicher, ob das jetzt rein Bücher sind oder nicht. So, dann kommen wir zu einer, war das Avel? Doch, das war eine Avel-Bestellung. Bin schon ganz durcheinander, weil ich diesen Monat nämlich bei Rebuy bestellt habe. Aber das war eine Avel-Bestellung. Die haben nämlich ganz, 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 ganz viele neue Manga von Carlsen bekommen. Und ja, da konnte ich nicht Nein sagen und habe einige Manga bestellt. Aber auch ein normales Buch, wenn man es jetzt gerade so bezeichnen möchte. Und zwar von Gloria Trutnau, Left to Fate. Das wollte ich eigentlich schon haben, seitdem es rausgekommen ist. Ich meine, dass es auch ein Einzelband, aber sicher bin ich mir nicht. Genau. Und wie ihr sehen könnt, hat das nämlich den Schreibwettbewerb gewonnen. Ich bin sehr gespannt darauf. Auch da habe ich bis jetzt eher sehr wenig drüber gehört. So, dann kommen wir zu meinen Mangas. Und zwar sind das in erster, also tatsächlich sind das 5 Manga, mit denen ich meine Reihen erweitert habe und eine komplette neue Manga-Reihe. Aber ich zeige euch jetzt erst die, mit denen ich meine Bücherreihen erweitert habe. Und zwar ist es zum einen Orange Band 6. Ich glaube, Orange hat 7 Bände. Da bin ich mir aber auch sehr unsicher. Ist, wenn man es so vergleicht, eine relativ kleine Manga-Reihe. Dann habe ich mir nämlich noch gekauft die Schokohexe Band 15 und die Schokohexe Band 16. Ich dachte ja, dass das mit 14 Bänden abgeschlossen ist. Aber anscheinend ist dem nicht so.
Falls einer von euch weiß, wie viele Bände das werden sollen, dann schreibt mir das auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare. Genauso wie bei der nächsten Reihe, nämlich Yamada-kun and the Seven Witches ist Band 24 und einmal Band 26. Ja, da wäre es eigentlich auch ganz cool zu wissen, wie viele Bände das denn mal werden. Da bin ich mittlerweile ziemlich am Zusammensammeln. Also ich habe ein paar Lücken in meiner Sammlung. Bei Yamada-kun and the Seven Witches, bei die Schoko-Hexe bin ich ja relativ gut dabei. Da habe ich jetzt von Band 1 bis Band 16 alle. Aber bei Yamada-kun ist es irgendwie ein bisschen, ja, lückenhaft. Und dann kommen wir zu der Reihe, die ich mir jetzt neu angeschafft habe. Und zwar ist das Sacrifice to the King of Beasts, Band 1 bis 5. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Genau, das ist einmal Band 1, dann einmal Band 2, dann einmal Band 3 und, oh, guck dir den süßen Hund hier hinten an. Niedlich, niedlich. Dann einmal Band 4 und Band 5. Ich glaube, da kommt jetzt sogar erst Band 6 raus und Band 7 ist, glaube ich, auch logischerweise, wenn Band 6 noch nicht erschienen ist, kann Band 7 nicht erschienen sein. Nein, aber Band 7 ist halt angekündigt und hat ein Cover. Wisst ihr, wie ich meine? Mir fällt gerade nicht ein, wie ich das ausdrücken soll. Ja, aber das ist jetzt eine neue Manga-Reihe, die ich habe. Ich bin gerade schon am Überlegen, wo ich die hinstelle. Aber ja, wir finden da schon ein Plätzchen für. Und dann habe ich jetzt noch zwei Bücher. Ein Buch aus dem Drachenmond Verlag. Und zwar Die Macht der fünf Tugenden von Irene Euler. Das ist ein Buch, was ich mal wieder getauscht habe. Ich tausche ja eher selten Bücher, einfach aus dem Grund, weil ich meistens ein Buch haben möchte, aber die andere meistens bei mir kein Buch findet. Aber diesmal war es andersrum. Sie wollte ein Buch von mir haben und ich wollte dann dieses Buch haben. Es hat sehr gut gepasst. Und jetzt habe ich wieder ein Drachenmond-Buch mehr. Meine Drachenmond-Regale platzen auch schon aus allen Nähten. Mal gucken, wo ich das dann noch unterbringen kann. Und dann ein letztes Buch. Das ist auch aus der Facebook-Überraschungsgruppe. Und zwar von Lilith Korn, Die Zeitwächterin. Damit habe ich gar nicht gerechnet, das zu bekommen. Aber ich habe es erhalten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Allerdings muss ich sagen, dass ich da aktuell nicht so ganz die Lust zu habe. Ich weiß auch hier nicht, ob das ein Einzelband ist. Ich meine schon. Ich habe zumindest nichts anderes gehört. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr da was gehört habt. Oder auch, wie ihr das Buch gefunden habt, falls ihr es kennt. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen runtergerattert. Aber das war's mit meinen Neuzugängen. Ihr könnt mir wie immer sehr gerne schreiben, ob ihr eins mit mir zusammen lesen wollt. Oder ob ihr schon eins kennt. Oder auch andere Sachen, die ihr einfach zu dem Buch loswerden wollt. Und ja, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns im nächsten. Bye.